Ja, hoffentlich kommen wir auch noch mal irgendwann unten an und zwar möglichst in einem Stück. Das wäre wirklich herzallerliebst. Bin hier schon wieder total nervös. Okay. Stehe niemals im Nether in einer Grube, wenn du gräbst. Im Nether. Nein, ja, und da ja, wir werden gleich ein schönes Problem mit Lava bekommen. Ja, sehe ich so kommen. Ja, also ich hätte es ja gerne gehabt, dass wir hier auf 64 eine vernünftige Ebene gehabt hätten. Jetzt müssen wir uns doch bis in die Eingeweide des Nether runtergraben. Wir sind schon wieder fast anderthalb Folgen seit der Pause am Start. So, das war wieder mein Bauch. Nichts verwechseln mit dem Nether. Das Gute an der ganzen Sache jetzt hier ist, dass wenn wir es nicht völlig blöd anstellen, wir uns hier eigentlich nicht die Füße verbrennen können, weil der ganze Quatsch nach unten fließt. Das Dumme ist, dass ich festgestellt habe, dass diese Plains von Crimson Forest, wie sie da unten sind, also solche weiten offenen Flächen, oft die Heimat von einer ganzen Menge dieser komischen Hornviecher sind, die einen ja nur allzu gerne mal mit ihren Hauern aufspießen. Ich lasse den Netherquarz da jetzt mal drinne, den kann man sich noch später holen und das Gold auch. Ich will jetzt einfach erstmal diese Aufgabe hier zu Ende bekommen. Das wäre schön. Wäre so geil, wenn man hier einen weißen Gang mit, nicht mit Netherquarz, sondern mit Diorit durchdrillen würde. Das würde mir sogar gefallen. Hier so diese Treppe jetzt hier. Kann ich mir so gut vorstellen mit Diorit. Alter. Wir müssen uns da unten noch mit der Lava auseinandersetzen. Das wird noch richtig witzig. Ja, nee, das hier ist es noch nicht. Ich dachte schon, wir wären schon. Boah, da war jetzt eben ein schönes Geräusch vom Nether. Und wenn ich nicht rede, einfach mal Musik hören. Hier wird sicherlich wieder Diablo 2 laufen, wenn ich mich recht. Also wenn ich das richtig sehe, es sei denn, es ist eine Gasmusikfolge, dann wird hier irgendwelcher finsterer Metal laufen. Metal, Leute. Ja, wir müssten auch inzwischen über Folge 500 hinaus sein. Alter, das wird sowas von krass da unten. Naja, das kriegen wir schon hin. Mir macht das hier mehr Sorgen, der ganze. Oh, bitte nicht. Ich hoffe, dass da keine Lava irgendwo dahinter ist, sonst. Oh. Level 25. Ist ja schön. Habt ihr das gehört? Der liebe Herr Drachenlord ist wieder da. Metal, Leute. Er kann uns ja zum Glück nicht sehen, der kleine Scheiße. Lange keine Gasträne mehr gekriegt, ne? Wäre ja eigentlich mal wieder lustig, mal wieder Gasschießerei zu machen.
Und mich würde interessieren, wie der mit unserem Bogen zurechtkommt, weil der ist ja nun doch schon ziemlich powermäßig. Oh, ich grab hier einfach mal ein bisschen krasser in die Gegend und hoffe, dass das keine negativen Auswirkungen auf uns hat. Schnauze! Du machst mich schon wieder nervös. Da ist so ein komisches Bornviech. Ich weiß immer nicht, wie die Viecher alle heißen. Ich muss mir das mal irgendwann mal durchlesen. Ich habe mir ja auch andere Dinge durchgelesen, gelernt endlich mal. Schnauze! Naja, jetzt eiert er die ganze Zeit da draußen rum. Und wir können da nicht raus, weil... Na? Drachenmord! Drachenmord! So. Na? Jetzt ist aber einmal still. Ja, diese Hornviecher greifen uns ja an, egal ob wir Gold anhaben oder nicht. Insofern, das wird noch ein Spaß werden. Vor allen Dingen, wie gesagt, also als ich hier im Creative so ein bisschen durch die Gegend geeiert bin, habe ich gesehen, dass sich diese Hornviecher auf diesen flachen Ebenen vom Crimson Forest aufhalten, also genau dem, wo wir hier sind. Das könnte also einigermaßen im negativen Sinne interessant werden. Ach du meine Güte. Hier frisst Hirn. Oh, schon wieder Erfahrungslevel. Alter. Wenn das so weitergeht, haben wir bald... wieder Verzauberung angesagt. Steht hier im Loch und gräbt Zeugs. Ja. Ich bin echt froh, dass es im Nether keine Creeper gibt. Ich wollte gerade sagen, keine Ghasts gibt. So. Aber eigentlich sind Ghasts ja nur große Creeper. Irgendwie. So böse enden hier. Sollte es aber nicht. Okay. Metal, Leute. So, der Drachenlord ist verschwunden. Zumindest sagt er nichts mehr. Ja. Noch mehr Nether Quartz. Alter, das Zeug gibt Erfahrungspunkte, dass es nur so splattert hat. Das ist unglaublich. Ja. Soweit dann mal zu dieser Spitzhacke. Wir haben schon zwei Eisenspitzhacken, wenn ich das richtig mitgezählt habe, hier abgearbeitet. 48 Nether Quartz. Ja, also Leute, ich weiß nicht, ob ich das hier noch weitermachen will, ob wir hier noch überhaupt irgendwo hinkommen. Facecam läuft noch. Leute, ich werde keine zweite Karte da reinlegen. Ich könnte zwar, aber ich würde so gerne noch für eine ganze Zeit weitermachen. Aber das ist einfach Blödsinn. Nachher baue ich hier wirklich noch Mist. Ja. Wie soll man das nennen, was ich jetzt hier gerade mache? Hier den ganzen Untergrund aushöhlen. So. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist.
Vor allem, wenn ich so einem Grundsieder begegne, habe ich keine Ahnung, wie sich das verhält, weil natürlich greift er an, ist klar. Aber ich weiß nicht, wie stark die sind, also was die abkönnen. Also ich weiß, dass sie nicht mal eben einfach umfallen, das ist mir klar. Das haben wir mitgekriegt, wir haben ja ein paar Pfeile auf sie abgeschossen. Inventar dürfte auch bald mal irgendwie ein ganz klein wenig überlaufen. Alter, wie weit geht denn das noch runter? Ja, das ist der beste Weg, sich umzubringen. Schön, wie du das machst. Wir müssen noch ein ganzes Stück weiter darüber, also ja, so 50 Blöcke. Nicht schlecht. Vorsichtig, nicht springen. Ja. Ja, und da müssen wir durch, ne? Hui, hat mal jemand neue Unterwäsche für mich? Die Leute könnten das glauben. Oh Mann. Ja, guck mal. Es ist sogar hier unterkellert. Okay. Also ich glaube noch drei zurückgraben. Alter, ist das ein langer Weg. Dieser Weg. 1, 2, 3. So. Wird kein leichter sein. Pass auf, gleich wieder Nether Quartz. Ach ja, ist das wunderschön. Ja, Folge 500 plus. Ob wir tatsächlich mit diesem Kanal noch die 1000 schaffen oder ob ich vorher unter Umständen aufgebe. Ich hätte ja solche Lust, wirklich für ewig hier weiterzumachen, so wie jetzt. Ich will jetzt auch nicht Feierabend machen, obwohl es vernünftig ist. Und es wäre auch vernünftig eigentlich. Das sage ich jetzt nicht. So. Aber kannst dir denken. So. Ah, Mann. Ich glaube, wir müssen noch mehr reingraben in das Ganze. Es wird so ein tiefes Loch, das ich hier grabe. Level 49. Alter Schwede. Ich hoffe wirklich. Ah ja, obwohl. Das Arkane-Institut von Raspoales Insel ist auch ziemlich tief im Berg gelegen, also ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das mit der Y-Koordinate wirkt sich wirklich nicht aus. Alter, haben wir noch Sand vielleicht? Nee, haben wir nicht. Scheusee. Los, vorsichtig. Ja, da unten fließt alles. Also, wir müssen noch mal nach oben. Wir brauchen A. Lass uns ganz genau überlegen, was wir brauchen. Wir können ja hier noch ein bisschen rumgraben, so. Ach, guck mal. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch so ein Ancient Debris-Zeug. Wer weiß. Ich höre schon wieder Drachenlord. Kann das sein? Natürlich kann das sein. Alter.
Ich finde mich gar nicht mehr zurecht. So. Oh, Bauchkrummel. So, da sind wir wieder. Rennen wir einfach mal rüber. So, einmal rüber. Ach ja, inzwischen hat das Nether-Portal, upsie, die Klasse Hoglin Repellent. Finde ich interessant. Wir haben kein Bett dabei, weißt du das? Das ist schön scheiße hier. Mit all dem Kram auf Tasche. Warte mal. Mach mal das Teil aus hier. Ja, ist gerade Nacht geworden. Wenn ich jetzt durch den Wald laufe, habe ich eine gute Chance, den Arsch versohlt zu bekommen. Wollen wir es trotzdem versuchen? Ach nee, da ist ja ein Bett. Verflixt. Mach doch mal nicht so einen Stress hier. So. Was brauchen wir? Wir brauchen Obsidian. Aber wie sollen wir Obsidian kriegen, wenn wir keine Diamantspitzhacke haben? Wir könnten im Nether ein Portal gießen. Da ich aber nicht weiß, wie die Gegend rundherum ist. Alter. Oh, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich hier weitermache jetzt. So. Lass uns mal lieber erstmal was essen. Na toll, mach die Tür auf. Na Grunzi, wollen wir dem mal einen Pfeil verpassen? Er tut uns ja eigentlich nichts, also insofern. Ah, schnell, 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 schnell. Das könnte mal übelst schief gehen. So. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir den Quatsch? Also, ich würde gerne eine Ladung auch an Bruchstein mitnehmen. So, erstmal, mir ist es jetzt egal, wie das da reinkommt. Das wird jetzt erstmal weggepackt hier. Der Netherrack kommt hier noch mit rein. Das ist eine Menge. Alter Schwede. So fucking viel Netherrack. Und Nuggets ohne Ende. Ein wenig Schisspulver haben wir auch noch. Wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, man konnte die Nuggets auch in Barren umformen, indem man diesen gemacht hat. Ja, das funktioniert. So. Mal 17 Goldbarren bei rausgeholt. Ja, ich habe immer noch Netherrack auf Tasche. Obwohl, einen können wir auch behalten. Nimm mal Sand mit, Kollege. Nimm mal eine ganze Menge Sand mit. Pack mal den da rein und hol mal zwei von denen da raus. Und nimm dir mal noch ein Boot.
So. Ich nehme mal noch das blaue Bett hier mit, weil ich gerade sehe, wir haben kein Bett dabei. So, lass mich nochmal schauen, ob wir sonst alles gebrauchen könnten. Eigentlich soweit erstmal nichts. Da ist der dann Horido. Horido macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Einmal hier auf den Steg. Dieser Steg. Jetzt haben wir auf. So.